Herzlich willkommen zurück zu ARK mit mir, dem Drake. Dem Chaos und der Karpfenkröte. Und der fetten Karpfenkröte und oben den zwei kleinen Vögelchen. So, ich habe mich mal vorbereitet. Ich stelle mal einen Sattel her. Ich habe da mal was vorbereitet. Gucken, wie viele Erfahrungspunkte er gibt. Kaching. Alter! 14,4 für mich, das war auch nicht wenig. Nett. Verbraucht aber noch ordentlich, ordentlich Mats, ne? 170 Heid ist jetzt nicht so wenig. Ja. Schon Sattel. Von nix kommt nix, sag ich mal. Was da unten ist. Jetzt ist richtig rum. Wie heißen die Frösche aus Final Fantasy IX, die Quilan Keine Ahnung. auffrisst? Ich Keine Ahnung. glaube, die heißen Frosch. einfach nur Frosch. Wow! Ach, das ist dieser komische Frosch. Ha, der Frosch, dieser komische Frosch mit dem Frosch. Nee, der hier die Geräusche macht. Alter, Wendekreis von dem Bus. Quack, quack. Quack, Nein. quack. Nicht? Gott sei Dank sind wir keine Franzosen, sonst hätte ich schon geschlachtet. Genau, ich wollte noch Pfeile herstellen, weil ich will ja wieder auf Jagd gehen. Ich wollte Steine sammeln, weil ich wollte ja bauen gehen. Sieben Pfeile ist jetzt nicht so viel. Flint und Thatch. Ist ja doch eine Mauer ringsrum. Ja, sieht schön scheiße aus. Sehr gut. Es steht jetzt endlich mal richtig rum. Ja, jetzt kann ich es ja drehen. Jetzt weiß ich, ob es funktioniert. Wo ist der Yeti, oder? Nö, doch nicht. Was ist das hier? Riesiger Klunker. Oh, es sind ein paar Steine. Da vorne ist ein Säbelzahntiger, das heißt, ich gehe Oh. direkt in die Other Direction. Oh. Westlich vom Lager. Also wenn du vom Lager Richtung Wasser guckst, links. Er frisst da die Dodos. Dann gehe ich in die andere Richtung. Was heißt hier westlich? Wenn du von der vom Lager Richtung Wasser guckst, links. Okay, passt. Ich gehe nach rechts. Ja, ich auch. Da sind zwar keine Steine mehr, was das Steinesammeln ein bisschen schwieriger macht, aber. Doch, das sind eine ganze Menge Steine. Ja, aber er ist extrem weit weg. So, ich brauche Flint. Das Coole ist, dass du jetzt auch manchmal Metall mitsammelst, dann. Ne, ich habe das Werkzeug noch nicht equipped. Ich will es Ach nicht so. verlieren. Ich bin jetzt nicht auf Rohstoffsammelaktion. Bearbeitest du gerade den hier, dann bearbeite ich einen anderen. Ich nehme hier die Häufchen sind super. So, was war das andere, was ich noch brauche für die Pfeile? Thatch oder Fiber? Thatch, na Gott sei Dank. Fiber wäre ja dann auch schnell gegangen, also so ist es nicht. Fiber geht langsamer als Thatch, deswegen. Ja, aber auch jetzt nicht mega, mega 13 langsam. Pfeile. Ich habe nicht genug Wood. Da. Wow! Warum schreit er so? Der hat sich verletzt. Wer hat sich verletzt? Guck dir das an. Ich will gar nichts haben, weil ich nicht weiß, wo du bist. Hinter dir? Ja, Rocket Boots oder was? Ist ja cool, dass der springen kann, aber man kann es ja auch ein bisschen übertreiben. Hey, bitte. Level up? Bin ich gerade gelevelt? Achso, es fehlt nach wie vor ein Stein. Nee, irgendwas ist gelevelt. Ach, Was der viel Frosch. vielleicht, ja. Kriegt er erstmal Lebenspunkte von mir? Achso, Fabulous. das Ding muss ich ja auch noch bauen. You are encumbered. Das ist jetzt eher schlecht. Und dehydriert bin ich auch noch. Ah. Kann der mal aufhören, immer alles auf einmal zu sein? Was brauche ich denn hier noch? 7 Steine. Die Steine werden sich doch wohl irgendwo sammeln lassen. Das Frosch, du.
Reicht das, um mich zu ent... Ja, reicht. Ist das hier also mein Fleisch? Kann ich noch wieder Wasser tanken gehen? Die anderen reinstopfen. So, nicht. Dann. Achso, jetzt habe ich natürlich alles in Mauern verbaut. Ja, geht schon. Der gerade den Baum umgeworfen, der den Baum umgeworfen. Alter, diese Sprungpower. Nein, nicht der Frosch. Ach so, nicht der Frosch. Hat er sich totgestellt? Nee, hier ist der Tote. Bisschen Chitin und Silikapölzmäntel. Aber eigentlich wollte ich So. in Nähe des Sumpfes. Ach so, dann braucht man ja hier auch eigentlich eine Tür. Ja, siehst du, Scheiß. E drücken. Nein, ach, das ist doch behindert, dass du das nicht richtig siehst, wie rum der Wand richtig rum ist. Da muss man sich doch mal was einfallen lassen. Oh. Worum ist richtig rum? Wollte ich eigentlich nicht, dass die auf mich Warum? gehen. Seht ihr das auch, wie das hier abspackt? Worum sollte richtig... Ne, siehst du, letzte Sekunde hat sich es wieder geändert. Ey, kann das mal aufhören? Jetzt. Was ist das denn? Bitte, Leute. Unten ist doch bündig. Da ist doch wunderbar bündig. Hier nicht. Das kehrt mich jetzt nicht. Ist halt ein altes Borkenmäuer, ist halt eine kleine Lücke drin. Ne, es kehrt mich jetzt nicht. Dann bauen wir als nächstes das Ding. Und Oh, oh, Gott sei Dank nicht getroffen. das Ding. Brauche ich Steine für? Und ne, ich brauche nur Steine. Da kann ich sogar beides bauen. Cool. Und wieder runter. Na komm her. Ja, bricht ja halt noch die Haxe, ey. Viel zu hohes Level für den Frosch. Ah, Steine sind ist ja so eine Leichen. Sache. Sehr gut. Wir haben Cementing-Paste gemacht. Nice. Das ist noch ein weißer Frosch. Zack, 12 Chitin, 2 Raw Meat und 8 Cementing-Paste durch eine Fliege. Frosch ist der Farmkönig. Frosch ist Farmkönig. Zack, 16 Cementing-Paste durch die Fliege. Ich kann schon wieder kaum noch was tragen. What? Der Frosch ist der Hammer. Der kriegt die Trilobites mit 3 Schlägen tot. Oh, das gibt gut Öl, ne? Ah. Achso, ich muss ja sowieso. Ja. Was kriegt er denn beim Dodo? Naja. Geht das wieder los? Das ist doch falsch rum. Gut, naja, oder eine Lücke drinne hier.
Trilobite Level 80 getötet. Die eine Mauer steht doch einfach falsch. Steht doch irgendwie an der Außenkante nach innen. Die rupfe ich nochmal ab. Lass mich mal kurz schauen. Also ich habe jetzt ein paar Viecher getötet und habe jetzt 28 Cementingpaste, 54 Chitin, 2 Öl, 4 Hide, 2 Silica Pearls und 27 Fleisch. Da ist gut was bei rumgekommen. Ich will Steine sammeln, hoffentlich tötet mich das nicht. Ah ja, nee, hat gereicht. Dahinter will ich eigentlich nicht. Gegen lebende Fliegen hat er nicht so eine Chance. Oh, Steine. Huch, was war das? Ist der Controller noch angeschlossen? Lass mal nicht machen. Ist vor allem überladen, der gute Frosch. Jetzt ist er erschöpft. Stein verkommen. Was bist du da unten? Ist das ein Affe? Das könnte ein Affe sein. Nee, ja. Das ist ein Säbelzahntiger. Ja, rechte Seite, linke Seite, packt uns halt ringsrum zu mit Säbelzahntigern. Also der Frosch muss definitiv noch ein bisschen stärker werden. Was bist du? Ein Säbelzahntiger vermutlich. Oh, Monsterleck. Ja, ich wollte es gerade sagen, ne, dass nichts passiert. Wir alles so am Strand haben hier. Ich muss bald wieder meine. Ah, zum Glück habe ich das mal ein Metal. Zwei Kompis sind hier. Easy. Die lange Zunge regelt. Regeln der langen Zunge. Siehst du das, wenn ich was töte? Naja. Zu weit weg, war. Viel zu weit weg. Gut. Hey, warum kann ich denn nicht bauen? Weil ich keine Fetch habe. Kann doch nicht sein, ich musste doch ein. Was greift mich jetzt an? Ich will es ja nicht erst wissen, ich renne einfach. Oh, ich bin vergiftet. War vergiftet. Irgendwas hat mich angegriffen, hat es aber recht schnell wieder aufgegeben. Ach, da unten! Ich habe ihn wieder nicht gesehen. Ich habe leider gerade keine Waffe ausgerüstet. Ja, easy. Macht der Frosch. Leck wieder oder was? Nö. Was denn jetzt? Langsam werden es ein paar mehr. Was, Lecks? Nee, Kompis. Ich hab jetzt hier schon drei Stück um mir hauen. Irgendwie geben die keinen Loot. Müssten aber eigentlich. Nee, ich kann ja auf die einprügeln, da passiert nichts. Doch, der hat jetzt was gegeben. Ja, jetzt auch. Wo liegt der dritte? Die sind halt so winzig. Ach, da vorne. Müsst ihr mal ein Lagerfeuer bauen? Ich baue auch gerade eins. Ich habe übelst viel Fleisch dabei. Fetch. Ja, und dem Frosch muss ich definitiv mehr Tragekapazität geben. Könnte der jetzt mal hier bitte nicht in meine Schlagrichtung laufen? Danke. Dann mache ich mal Light. Feier. Ich pack mal Charcoal rein. Oh ja, es fehlt wieder. Es fehlt Thatch. Es fehlt immer Thatch. Wir haben noch ein bisschen Eisen. Eisen muss ich verspeisen. Hier ist noch ein bisschen Haut. Jede Menge Holz. Ein Ingot. Wow. Oh. Jetzt nicht.
Ja, dachte ich mir auch gerade. Drei Metal Ingots brauche ich, um das Ding zu reparieren. What? Ist aber viel. Dachten Folge. Bevor ihr sagt, das 15 Minuten. Kann nicht wichtig sein. Post kann es nicht sein. Also ich Du hab. musst doch wohl da Micha sein. Ja, jetzt nicht. Das ist. Ne, hier unten wollte ich da nicht weiterbauen. Ist doch Käse. Was mache ich denn? Ich muss nach oben. Ist der Drake oben? Wird man ihn loben? Ich kann nicht Leiter klettern, während ich dieses. Abbruch. Und ich werde gleich toben, wenn du weiterhin so schlechte Witze bringst. Ach komm. Zum Glück, also wenn einmal die Mauer unten richtig rum ist, erkennt er oben zumindest automatisch, wie richtig rum dann sein muss, aber. It's something. Ja, aber gerade das hier geht mir halt tierisch auf den Sack. Weil ich nämlich jetzt. Das müsste die richtige Wahl gewesen sein. Ja, der hat nämlich tatsächlich vorhin auf die Innenkante von diesem Feld diese Mauer falsch rum draufgesetzt. Und deswegen sah das richtig rum aus, war es aber nicht. Mann, war das jetzt Ja, was auch verwirrend. immer diese Mauer ist. Diese Mauer, jene Mauer. Überall Mauern. Das haben wir, das haben wir. Na, Das der will wohl doch was von passt. dir. Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe extra draußen ein Schild dran. Ich brauche noch eine Mauer. Ja, bei mir sieht's auch gerade schlecht aus, aber ich habe dummerweise das Schild. RIP. Ja, der Martin muss mal ganz kurz weg. Dann hat Tür geklingelt. Wer weiß, was der Micha wieder will. Nur zur Info, das ist doch unser Vermieter. Der quatscht halt gern. So. Was können wir da mal als nächstes skillen? Wait, habe ich eigentlich schon nichts mehr. Wegen was? Restmüll. Ach ja, stimmt. Ich habe auch heute auf den Plan geguckt. Morgen ist tatsächlich Restmüll. Ja, die Tonne steht unten, machen wir nachher gleich. Ist die Mama. Mauer hier auch falsch rum? Nee, die Seite sieht gut aus. Die auch. Ja, wir müssen das Schild, was ich vermutlich hier an der Tür ab draußen hinhängen, sonst ist das alles nicht so sinnvoll. Nee. Ich habe hier gerade keine Ahnung, was ich als nächstes skillen soll. Du hast gerade keine Ahnung. Okay. Ja, kann man so stehen lassen. Was fressen eigentlich unsere kleinen Fliegedinos? Fleisch? Richtiges Fleisch oder Rotten Meat? Richtiges Fleisch. Gekochtes oder rohes? Mit Pilzen, mit Soße, ja komm, stinknormales Fleisch. Okay, ich kann ja noch Es klatscht gleich. Ah, da ist ja noch rohes Fleisch drin. 72 Cementingpaste. Hä, wieso? Ach so, da. Geht echt verdammt schnell. Die spoilen trotzdem extrem fix in dem Futtertrog. Ist ja schade. 176 kann der nur tragen. Dann machen wir das doch anders. Halt, hier ist die Tür. Wird blöd, weil er mich tragen muss. Da wollte ich gerade mal rohes Fleisch in unsere Kiste packen, in der Hoffnung, dass wir was haben. Da ist da 850 rohes Fleisch drin in der Kiste. Ja. Zeit, dass man noch einen zweiten Kühlschrank baut. Oh mein Gott, den will ich haben. Nach oben leuchtet eine Fackel, deswegen knistert das hier die ganze Zeit. Ah ne, draußen leuchtet ja auch noch ein Feuer. Ja, das kann ich jetzt aber ausmachen. So, mit O. Ja, so sagt, hat heute noch nichts gemacht. Rat mal, Das was es heute ist. so. Sonntag. Machen wir so oder so nicht. Ich. Was level ich denn jetzt? Was skill ich jetzt, meine ich? Da fehlt noch eine Mauer. Nochmal Stamina? Wäre ja auch blöd, oder? Melee Damage ist auch blöd. Ich könnte Crafting Speed erhöhen. Was hat das nochmal für Auswirkungen? Hier fliegt schon wieder der. Ich glaube, das ist der Chirok, der hier drüber fliegt. Ach genau, ich wollte mal noch einen mittleren Crop Pot für dich bauen. Boah, ich set schon Fiber. Mittleren gleich, ja? Schön. Fiber kriegen wir hier unten. Level Up ist immer noch available. Was nehmen wir denn jetzt mit? Keine Ahnung. Oxygen?
Da habe ich null. Also, null. Du kriegst also keine Luft. Nichts reingeht, ich brauche keine Luft, ich bin immer. Kiemen. Kollege nutzt Kiemen. Kollege sammelt Fiber. Netto-Fiber. Ne, was war jetzt nochmal mit dem Crafting-Speed? Was erhöht das alles nochmal, außer dem Crafting-Speed? Da war doch noch was. Keine Ahnung. Ach, nicht doch E drücken. Die 6 wollte ich gedrückt halten. Hat da irgendwas mit Kochen zu tun, glaube ich. 100 Steine. Noch ein bisschen Fiber. Hapfenkröte ist gelevelt und kriegt jetzt erstmal... Ach du Scheiße. So viel tragen kann der wirklich nicht. So. Fleisch nehmen wir wieder mit. Restlicher Holz auch. Reicht das mal. Kröte kriegt noch das Fleisch. Toll. Ist immer noch Skin. Was haben wir noch? Health. Ich nehme jetzt Health mit. Ist halt so. Auch Thatch. Mal ja hintergucken. Eins. Carbonemis-Sattel. Halte ich für nicht so sinnvoll aktuell. Und zurück. Oh ne, ich bin ja wieder extrem leicht. Ne, ich gehe trotzdem zurück. Muss langsam mal wieder Metall farmen, sehe ich gerade. Nom 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 nom. Om nom 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 nom. Ich bin mir nicht sicher, was gleich om nom nom machen wird. Stiefelten da hinten rum. Ach so, so ein Paratzer. Ah, jetzt ist es irrigated. Ja, damit hast du 2 Medium Crop Plots. Kannst du dich ja austoben mit Narko. Nice! Ich komme dann auch gleich zurück. Bevor der hier top hat. Ja, wir sind jetzt übrigens schon lange am Ende der Folge. Wow. Mal wieder nicht gepeilt, nicht gecheckt, nicht drauf geachtet. Wir sind dann raus und du bist nächste Folge hier, oder? Natürlich. Dann macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.